Dann geht es für uns jetzt nochmal speichern. Ihr seid alles löschen. Oh, musste ich aufstoßen, Entschuldigung. So. Genau, einmal speichern bitte. Zack, zack. Sehr schön. Ach, wie schnell das Speichern auch nicht geht. Ist ja unglaublich. So, also unsere Mission ist es eigentlich, den Präsidentenwaggon zu erhaschen und das Innenleben niederzuringen. Noch nicht? Dann habt ihr was verpasst. Sie sieht wirklich genial aus. Ah ja, viel Erfolg bei eurer Mission. Bereit? Ja, was hat er zuerst gesagt? Schon die Präsidentenpuppe gesehen? Nee. Lag die da irgendwo? Halt, stopp. Erstmal gucken, ob da nicht noch irgendwas rumliegt. Nicht, dass wir was Wichtiges verpassen, was wir gerne hätten. Oh, mein Magen. Okay, Magenprobleme hätte ich ungern. Hier liegt, glaube ich, so nichts rum. Nein, 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 nein. Ein Zeitungsartikel lesen. Die Schattenseite der Politik, Erstausgabe. Der Diktator der Republik Galbadia. Wir berichten über die verdeckten Geheimnisse und darüber, wie er seine jetzige Position erreicht hat. Also, ist er immer noch derselbe? Oh, ich mag Zeitung nicht. Wer es lesen will, kann gerne Pause drücken, da bin ich gar nicht. Also er kam mit einer Hexe an die absolute Macht, wenn ich gerade richtig gelesen habe. Wenn ja, dann bin ich sehr gut im Erfassen. Wenn nicht, Entschuldigung. So, ich gehe einfach jetzt während der Fahrt raus. So, okay, wir sind bereit. Ich will die Präsidentenpuppe nicht sehen. Hier, Herr Squall! Alles klar, Alter. Kann man so einfach auf den Zug laufen? Vielleicht sind wir am Wachwaggon. Lass uns rüber. Wir sollten im richtigen Augenblick springen, damit wir hier etwas Zeit sparen können. Für den gesamten Vorgang haben wir noch genau 5 Minuten. Wir müssen jede Sekunde sparen, damit wir es nicht verpassen. Viel Glück, Leute. Zack, zack. Als ob man so darüber... Das funktioniert doch niemals. Springen mit B. Mit B1. Scroll hier! Ja. Gabadia-Soldat, aktiviere den Geräuschsensor. Aktiviere den Temperatursensor. So, da noch rüber. Das ist der Präsidentenwaggon. Hier ist die erste Kupplung. Wir sollten uns beeilen. So, das sollte ich doch hinkriegen. Zack, zack. Dass man da nicht für Oberschenkel haben muss, damit das klappt. Glaube ich. Keine besonderen Vorkommnisse. Du. Sagst das jetzt zum 27. Mal. Wie oft willst du mich noch damit nerven, bis wir Timba erreichen? Aber das ist mein Job. Tch, er hat es bestimmt nicht einfach. Auch wenn mich das nicht zu interessieren hat. Tut mir leid für die Störung. Jetzt wird mein Sold bestimmt gekürzt. Wie mache ich jetzt meiner Freundin einen Heiratsantrag? Oh, gemein. Das ist die erste Kupplung. Zuerst wird diese abgetrennt. Nach Watts Informationen stehen hier 2 Wachen. Sam und Selfie, achtet bitte auf diese. Sagt uns rechtzeitig Bescheid, wenn sie herkommen. So, bei Temperatur darf ich nicht unten bleiben. Verstanden, ich achte auf den linken blauen. Dann passe ich auf den roten auf. Der rote ist die Temperatur. Lass mich dann nochmal überlegen. Rot sollte ich hochgehen. Bei blau, da sollte ich mich nicht bewegen. Der rote steht gleich in unmittelbarer Nähe. Du solltest selbst acht geben, wenn du B5 gedrückt hältst, kannst du nach links schauen. So, ran an die Arbeit. Klar weiß ich das. Wir müssen 3 Codes angeben, okay. So, Squall, häng dich ans Seil. Aber wir hauen einfach direkt alle 3 durch. Du musst nach unten drücken, um runterzukommen und hoch, um wieder hochzukommen. Dann mal los. Wir haben noch 4 Minuten und los. Wie? Ja, noch 4:41, danke. Okay. Jawohl. Los, weiter. Weiter. 1, 3, 3, 1. Der blaue ist der Bewegungssensor, also bleibe ich. Und 4-3-4-3. So, das sollte doch kein Problem sein. Haben die mich entdeckt? Yes, Squall! Ne, dürft mich nicht entdeckt haben. Aber alles richtig gemacht. So, Cutscene! Bewegbare Cutscene. Yeah, ich bin ein Flugzeug. Jetzt krabbelt er nur noch. Da kommt der Präsidentenwaggon und die Eule. Alter, sieht das krass aus. Und dran gefahren. Einfach so rangebasht. Vorne vor allem auch. Als ob einer auf einmal langsamer oder schneller. Okay, einer kann natürlich auf einmal schneller fahren, stimmt schon. Er wird mich wieder beschimpfen, aber es ist mein Job. Keine Vorkommnisse. Huch. Er meckert ja nicht. Woher hat er die Zeitung? Hey, was ist? Irgendwas geschehen?
Ich hab schlechte Laune. Verlass den Waggon. Ja, ja, jawohl, Herr Präsident. Steh hier nicht drum rum, hör auf, zurück auf deinen Posten. Jawohl, jetzt bekomme ich wahrscheinlich gar keinen Sold. Boah, verlaufen. Hat sich die Inneneinrichtung verändert, oder irre ich mich? Verdammt, was erzähle ich denn meiner Verlobten? Hä? Also, du wolltest ihr doch erstmal einen Heiratsantrag machen. Hier ist die zweite Kupplung. Sie wird auch getrennt. Auch hier sind zwei Wachen. Da Xen und Selfie jetzt an der Trennung der Eule arbeiten... Oh, jetzt muss ich gucken. Und zuerst kommt der Rote, das heißt, da muss ich hoch. Musst du selbst aufpassen. Was ist... Drück B6, um nach rechts zu schauen. So, jetzt die Codes. Klar weiß ich, wie das ging. Würde gerne wissen, was... Was war denn D6? Warum ist kein dieser Tasten D6? Achso, runter. Ah, R1, okay. Gib ran. 3-2-1-2. 3-2-1-2. Sehr gut. Nee, ich bleib einfach hier. 1-3-2-3. 1-3-2-3. Welcher kommt? Der blaue, also bleibe ich. Hab ich doch richtig verstanden. 4-3-3-3. Oh. Was ist los? Ich probier's nochmal. Um von den Wachen nicht erwischt zu werden, gehst du erst dann runter, wenn die beiden in die andere Richtung schauen. Kannst ein oder zwei Codes eingeben und danach gleich wieder hochklettern. Diese Methode ist zwar sicherer, aber du musst auch auf das Zeitlimit achten. Scroll, scroll! Ich weiß, wie es geht. Okay, das war meine Schuld, es tut mir leid. Okay. Oh, jetzt habe ich hier so einen heftigen Boost. Jetzt wird bestimmt mein Sold gekürzt. Okay. 3, 3, 4, 3. Kommt schon einer? Kann ich eigentlich auch von hier aus tippen? Was ist denn das? Jetzt krieg ich die Dulli-Version. Na komm, dann gehen wir hoch. Auch, dass wir das mal gesehen haben. Yeah! Und jetzt warten wir einfach, bis beide mal durchgelaufen sind. Na los, verschwindet. Ich wollte euch eigentlich nur zeigen, was passiert, wenn man getroffen wird. Weil lohnt sich ja nicht, wenn ich alles immer perfekt mache. So, jetzt kommt aber auch nicht direkt zurück, ne? 4-3-1-1, alles klar und geschafft. 4-3-1-1. Sehr schön. Ist aber verwirrend, wenn da überall B1 und Zahlen stehen. Ich brauche noch einen Code. 2-3-3-2. 2-3-3-2. Wie viele brauche ich noch? 2-2... Ich... Das ist ja die Ultra-Dulli-Version. Was ist denn das? Ich möchte hoch. Sehr gut. Und rüberlaufen. So einfach vom fahrenden Zug hüpfen. Yeah, die Katze mitnehmen. Also, das haben Zen und Selfie gemacht, nicht schlecht. Ist ja besser drauf als ich. Ah, so ein ausgefuchster Plan, ist ja unglaublich. Njong. Krabams. Und angedockt. Weil noch auf meiner ersten PS1-Version von dem Spiel ist die Katze nie weitergelaufen, da war es dann vorbei. Endlich lernen wir den Winzer kennen. Genial! Top! Ihr seid klasse! Mal sehen. Ich sammle Informationen. Ich war mein Bauch! Er haut ab, alles klar. So, muss ich jetzt Renoir eigentlich mitnehmen, oder? Ihr drei, sagt Bescheid, wenn ihr eure Ausrüstung überprüft habt. Wenn ihr bereit seid, sollten wir mit dem Präsidenten verhandeln. Verhandeln? Wir sollten lieber überprüfen, ob die GF... Immer dieser kleine Schlag mit dem Zaunpfahl, ne? So, also wir könnten Renoir mitnehmen als Teammitglied. Ach, ich Level 11. Oh, darf ich nicht? Halt. Okay, war nicht so gemeint, Selfie. Entschuldigung. Sind wir noch voll dabei? Was denn los? Frechheit. Okay, Körper mal gehen. Wir nehmen mal Körper, weil Verteidigung ist für den bestimmt ganz gut. So, zack, zack, zack. Sehr gut. Die andere bitte auch. Einfach Ifrit weggenommen. Na. Ja, okay. Damit bin ich zufrieden. Einfach nach Stärke koppeln. So, und Stärke plus 20, sehr schön. Ja. Soll ich noch heilen? Habe ich irgendwie was Gutes zum Heilen? Was habe ich eigentlich schon alles? Wollen wir mal in meinen Hund gucken? Mein Hund. Willkommen, liebe Hundefreunde. Dieses Magazin möchte Ihnen Einblick in die Welt der Hunde gewähren. In unserer Erstausgabe wollen wir Ihnen zeigen, wie Ihr Hund Sie vor Feinden schützen kann.
Befinden sie sich in Gefahr, wird ihr Hund ihnen zur Hilfe eilen und den Gegner wegstoßen. Der Double X Strike? Oh, der Angel Strike? Was? Achso, der Angel Strike. So, ist der Name ihres Hundes. Wenn ihr Hund... Wie eine Matheformel. Wenn ihr Hund diese Technik erlernen soll, müssen sie immer mit ihm zusammen sein. Okay, unglaublich. So, Achso, ich wollte mich heilen. Sauber. Man muss ja immer vorbereitet sein. Gut, dann heißt es jetzt, Gespräche führen. Fertig? Okay. Ja, kannst auch alleine gehen, dann mache ich halt nichts. Präsident Delling, dir passiert nichts, wenn du keinen Widerstand leistest. Liebes Fräulein, was passiert denn, wenn ich trotzdem Widerstand leiste? Was ist? Es tut mir schrecklich leid. Ich bin nicht der Präsident. Mich nennt man ein Double. Das heißt, dass es immer viele Widerstandsgruppen gibt. Wir haben euch hierher gelockt, dass ihr so einfach hereinfallt. Ausgesprochen niveaulos. Niveaulos? Ich hab jetzt lang genug gesessen, mein Fräulein. Zeig mir bitte, was mit mir passieren soll, wenn ich Widerstand leiste. Dafür, dass ihr niveaulos seid, war die Idee nicht schlecht. Aber niemand darf sich mit dem Präsidenten anlegen. Jo, einfach gegen einen Menschen. Oder? Das sieht sehr präsidentenmäßig aus. Da bin ich Fan von. Reingefallen! Ihh, der kaut mich an! Ist das ekelhaft! Attacke! Oh. Oh, mal ordentlich hinsetzen hier. So, Gewittersturm! Ach ja, ihr seht ja gleich, wer das ist. Oh, was ein Schrei. Der hat mich hart erwischt. Und Abschuss! Schön leise. Und Kravomsch. So, vielleicht löst der Typ sich ja einfach schon auf. Hoppla. Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Also haben wir gewonnen. Aber wenn die Hölle ihre Pforten öffnet, kommt sowas bei heraus. Ein langhaariger, ekelhafter Zombie. Diamantenstaub. Der hat wohl einen Schatten. So sieht Squall seine Geste immer aus, finde ich. Wie er sich so an die Stirn, seine Hand an die Stirn hält und dann... Der hat doch einen Schatten, als würde er irgendwas nach seinem Gegner werfen oder so. Ah, zu wenig. Entschuldigung. Muss ich gehen, ey. Gibt's ein verdammtes Biest. Wir hauen mal zu. Und wir gucken mal gerade, was wir von dem alles lagern können. Was interessiert mich schon? Hat der Engel? Nee, Doppel. Doppel. Tobsucht, das will ich nicht haben. Was ist denn? Au. Namtal Umnok. Oder wie heißt er? Ich hätte gerne ein bisschen Doppel, bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich Lust drauf. Zombie. Er ist ein Zombie. So, Doppel 7. Wir machen einfach mal, bis wir so knapp ein bisschen was... Selfie, warum tust du das? Dann zieh halt nicht. Das wäre besser als eins zu ziehen. Da ist ja die Animation für verschwendet. Nochmal ein. Was soll das werden? Oh, jetzt ist er stumm. Der kann nichts mehr drohen. Das ist schade. Dann wird... Hey, ich feuer kotzt. Erstmal den da. Pille! Als ob er die Pille brauchen würde. Selfie, du bist naiv. So, ich bin auch echt langsam im Movement hier im Menü. Auch nur, weil ich mit dem Stick spiele. Da habe ich nie das Gefühl, dass ich einmal runterdrücke, sondern irgendwie, wenn ich einmal runterdrücke, dass ich 100-mal runterdrücke. So, komm noch ein bisschen. Was hat er mit... Okay, ab danach wird angegriffen. Ich heile Squall noch. Würde ich meinen. Au. Also Squall wird noch mit der Megapille geheilt. Megapille! Ich habe keine Megapille mehr. Was machst du? Nein! Okay. Ganz langsam. Ah!
Was schweigen? Können die jetzt kein Multi mehr machen? Nein! Okay, das ist nicht gut. Das habe ich wahrscheinlich nicht gut gespielt. Ich bin ja doof. So. Meine Güte. Muss man hier 5 Stunden überlegen, bis man weiß, wie man spielen soll. Ich liebe dieses Spiel, aber ich sag's heute schon so oft. Weiß nicht viel. Irgendwann muss ich auch mal das mit der Card Queen wirklich machen. Weil so alle Karten zu haben, wäre schon cool. Aber da habe ich einfach jetzt noch nicht so das emotionale Verlangen, wie Rainer Kallmuth sagen würde, emotional. So, Draw Medica mit deinen letzten 2 HP. Machst du super. Ich habe natürlich auch mit niemandem Zauber als Ability, ne? Nicht Squall. Damit kann ich leben. So. Multi-Angriff! Zack, 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 im Zug! Hier, Zell, du hättest jetzt ruhig noch voll machen können. Bam, bam, bam. Ah, Marvin hat so gute Leistung erzielt mit der Musik. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Das wollte ich nicht. Was ist ein Tobso? Was macht das? Nein, warum auf ihn? Daneben? Oh nein, jetzt greift er einfach so an, ne? Okay, Zell, wir sind jetzt hart am Arbeiten. Wir schaffen das. Wir sind gute Leute. Wir haben uns unseren Zieldrang auf jeden Fall verdient. Wie viel Schaden machst du? Oh mein Gott. Wenn ich das jetzt 1 Stunde aushalte, dann könnte das was werden. Ansonsten habe ich Angst, dass Roll einfach Zell ummietet. Also auf jeden Fall Medica machen. Vielleicht sollte ich mit irgendeinem einfach Items wegmachen und dafür Zauber anlegen. Und der hat einfach immer Vita. Sind eigentlich alle Angriffe hier so verschieden stark oder sind die einfach so nach ihrem Ermessen? Ich mach jetzt nochmal den Rest. Dann gucken wir. Oh, war falsch. Oh wow, das war sehr falsch. Oh, ich habe mich gestoßen. Komm schon. Oh oh. War's das? Oh nein, der kotzt mich an. Ah! Nicht Zell angreifen. Zell schneller. Oh nein. Was nu? Warum? Nicht auf Zell. Wahrscheinlich, oder? Ha! Hut! Du greifst nicht Zell an und wir können das schaffen. Komm schon, komm schon. Nein, 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 nein. Oh nein. Och nein, auch noch. Daneben. Trifft doch eh nie. Oh, es hat getroffen. Hat volle Kanne getroffen. Gut, dann warten wir halt. Komm schon. Oh, wach auf. Au. Ich habe nach der Dienstbesprechung nicht gespeichert. Oh nein. Ich kann das nicht alles... Oh mein Gott, das war's. Das war's. Das war sehr doof. Nein. Wir haben gegen den Zombie verloren. Alle kampfunfähig. Aber ich habe auch Medica nicht gecheckt. Oh. Bis gleich. Lass mal selbst noch am Leben, mein Freund. Nicht zu hauen. Nein, warum? Okay, mal gucken, wie viel ich jetzt noch machen kann. Wahrscheinlich werde ich es verlieren, aber mal gucken. Oh. Haha, gewonnen! So, so sieht das nämlich aus. Gemultiet habe ich ihn. Easy as ever. Puh, das war tatsächlich ein Präsidenten-Double. Es regt mich auf, dass wir darauf hineingefallen sind. Infos! Infos! Hör gut zu, ich weiß jetzt, was der Präsident vorhat. Er will zum Fernsehsender. Da sind jetzt extrem viele Soldaten. Fernsehsender? Warum denn ausgerechnet Timber? Von Galvadia klappt das doch genauso gut. Chef, hat das was mit dem Dowlet-Sendeturm zu tun? Was ist denn das schon wieder? Im Fürstentum Dowlet steht ein Sendeturm, mit dem Funkwellen gesendet werden können. Er war zwar lange nicht in Betrieb, wurde aber von den Galvadianern reaktiviert. Ah, verstehe. Der Sender in Timber ist der einzige, der Funkwellen sendet. Alle anderen Sender benutzen HD-Kabelanschlüsse. Boah,
Hadi. Was hat das zu bedeuten? Sie machen Rundfunksendungen. Dadurch erreichen sie auch Gebiete, die keinen Kabelanschluss haben. So viel weiß ich auch. Ich wollte fragen, was genau der Präsident übertragen will. Jetzt habe ich mir da die komödiantische Einlage da gar nicht angeguckt. Warum will er Funkwellen benutzen? Er möchte etwas weltweit senden, auch in Gebiete ohne Kabelanschluss. Was könnte das sein? Frieden auf Erden. Frieden auf der Welt. Naja. Funkwellen gibt's seit 17 Jahren nicht mehr. 17 Jahre. Wenn die Unabhängigkeitserklärung als erste Meldung gesendet wird, wäre das ein Wahnsinn. Hey, vielleicht klappt das sogar. Wir sollten uns das mal überlegen. Überlegen die jetzt? Kleinen Moment. Ficken, was hältst du davon? Das soll eine Besprechung sein. Dürfen wir noch nicht nach Hause? Was steht eigentlich in dem Vertrag? Check das doch mal, Chef. Habe ich den Vertrag dabei? Ich glaube ja nicht. Ich will mit ihr mal reden. Wir sind fertig. Eine neue Mission. Zeig mir vorher mal den Vertrag. Ja klar. Geht's vielleicht noch ein Stück langsamer. Hier bitte, ein Papier. Ja damit. Meine Güte. Was steht da? Der Ballamtgarten, Auftragnehmer, trifft hiermit eine Vereinbarung mit der Waldeule, Auftraggeber, über die folgenden Punkte. Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiermit dazu, sämtliche Missionen und Aufträge zu erfüllen, unabhängig von den Aufwand und deren Folgen. Mit der... Keine Peilung. Wie? Den habe ich auch nicht verstanden. Als ich dem Direktor das sagte, hat er mir diesen neuen Vertrag geschrieben. Gib doch nur ran. Euer Direktor ist wirklich nett. Was steht da jetzt drinne? Sehr geehrte Waldeule, dieser Vertrag zwischen Ihnen und den Seas ist so lange gültig, bis Timber seine Unabhängigkeit wiedererlangt hat. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Dies ist ein außergewöhnlicher Vertrag. Wir können keine zusätzlichen Seeds schicken. Erzählen Sie bitte auch niemanden von diesem Vertrag. Ballamtdirektor Sid Kramer. Richtig deutscher Name ist Sid Kramer. Bis Timber unabhängig wird? Ist das ein Witz? Ihr seid doch Profis. Keine Widerrede. Du nervst. So, wer geht jetzt mit? Ich sammle Informationen. Diese faule Socke. Na komm, sag ruhig. Bauch. Pfui. Wer von uns geht zum Fernsehsender?